Servus Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schild. Wir sind im Wirrscheinwald unterwegs Richtung Fairbailey. Dort wird nämlich unser nächster Arena-Kampf stattfinden. Und ja, dieser Wirrscheinwald, der ist halt wirklich, ja, der ist halt wirklich ein Wirrschein. Also jetzt bei der letzten Folge am Schluss habe ich mich halt wirklich ein bisschen verirrt. Das passt einfach wie die Faust aufs Auge, das muss man so sagen. Ich finde Eisenbahn einfach fantastisch und unglaublich praktisch. Warum? Na, weil so viele Pokémon und Menschen gleichzeitig in sie reinpassen. Wir sind mit einem von Galas Zügen hergekommen. Ob sich in unserem Leben durch die Begegnung mit dir etwas ändern wird? Glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber naja. Das Mutprobenpärchen Marco und Veronika fordern dich heraus. So sei es, Vulnona und Kirillia wird eingesetzt. Und wir starten mit Skunkapur und Parfi rein. Finalschlag von Skunkapur, Skuntank. Ich kann es mir nicht merken. Wirklich. Also, ich finde es eigentlich mittlerweile auch langsam gar nicht mehr lustig, muss ich auszusagen. So, was haben wir denn da? Psychokinese ist effektiv. Gut, auf Vulnona. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vertan. Ja moin, einfach mal One-Hit. Aber Finalschlag wirkt. Ah, das ist natürlich nicht so gut. Zumindest setzt uns das jetzt ordentlich zu. Parfi und Fulipurva sind Level 36. Krass. Und Parfi versucht Mondgewalt zu erlernen. Mondgewalt. Feenattacke. Würde ich sagen. Was ist Nebelfeld nochmal? Schützt 5 Runden lang alle Pokémon, die den Boden berühren, vor Statusproblemen. Der erlittene Schaden durch Drachenattacken wird halbiert. Ich würde sagen, wir verlernen das, aber Dreschflegel ist mir ein bisschen wichtiger. Vor allem, weil Dreschflegel halt im Notfall angewendet werden kann. So, und Fulipurva, Level 36 ebenfalls. Er lernt zwar keine neue Attacke, aber nicht schlimm. So, Psychokinese, hoffentlich macht das den Rest. Ah, okay. Nicht so, aber passt schon. Nächster Next Strike. Und ich würde sagen, ja, ich muss ja. Geht ja nichts anderes. Vielleicht habe ich jetzt Glück und einäschern wieder. Vielleicht habe ich Glück und Parfi kriegt einen Volltreffer. Nein! Es war so knapp. Ich glaube, ich heile mich noch kurz in der Runde jetzt direkt. Wartet. Haben wir eventuell Hyperdrang? Nee. Das lohnt sich echt nicht. Aber der restliche Psychokinese, der wird es auf jeden Fall reißen. Gut. Oh, Alter, nur einäschern. Hat er nichts anderes drauf? Na gut. Sei es drum. Also den letzten Doppelkampf, den ich nämlich hatte, da weiß ich noch, wie der in die Hose gegangen ist. Also da hatten wir echt große Probleme. Ich glaube, da haben wir 3 oder 4 Pokémon verloren. Mit einer Bahnfahrt lässt sich die Trauer über eine Niederlage sehr gut vergessen. Du bist einfach zu stark. Ich suche lieber nach jemandem, gegen den ich eine Chance habe. Aber das sollte man eigentlich genau nicht machen. Gegen starke Gegner gewinnen, das ist wichtig. So, hier bin ich jetzt wieder verwirrt. Natürlich, hier geht's rauf. Ach so, hier geht's zum TM. Schnarcher. Nice. Attacke nur im Schlaf möglich. Ziel erstreckt eventuell zurück. Ah, verstehe schon. Das ist die Attacke, die kann man gut gebrauchen, glaube ich. Ja gut, hier läuft man eh nur im Kreis. Jetzt ist halt die Frage. Hier ist wieder ein Ball. Nein, das wollte ich nicht. Du findest 2 Hypertränke, aber hier war doch jetzt gerade irgendjemand, der auf uns... Ach so, ich muss einmal im Kreis laufen, nicht wahr? Ach so, damit ich das Item bekomme, sage ich euch, ja. Muss ich jetzt noch kämpfen einmal. Manche der Pilze, die hier wachsen, reagieren darauf, wenn man sie berührt. Was heißt manche? Jeder! Madame Eleanor fordert dich heraus. Was ist denn das wieder für ein schöner Name? Okay, ich kenne das jetzt nicht, aber... Wie heißt denn das ganz schnell? Servoi. Also wenn ich mir das jetzt angucke,
dann sieht er stark nach der Weiterentwicklung von Psyau aus. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Dennoch testen wir es mal aus. Was hat es drauf? Feuer! Nicht so gut. Das ist eigentlich nicht der Plan, Frieden schließen. Von mir aus nach dem Kampf, aber nicht jetzt. Schlechter Zeitpunkt, Skuntank, wirklich. Deswegen brechen wir die Freundschaft so schnell es geht. Alter Vater. 934 EP natürlich. FM versucht Luftschnitt zu erlernen. Hä? Ich dachte, er konnte das schon. Okay, das Ziel wird mit einer Luftklinge angegriffen. Sie schreckt eventuell zurück. Also es war Windschnitt. Ist natürlich ein Unterschied. Jetzt ist halt die Frage. Naja, ich würde sagen, Windschnitt verlernen. Ist das sozusagen die stärkere eigentlich Variante von dem Ganzen. Und jetzt das nächste... Hä, noch einmal? Ja gut, wenn das so ist, ich wechsle jetzt einfach mal. Oder soll ich mal FM wieder einsetzen? Ne, komm. Fände ich cooler. Ich warte bei FM noch immer drauf, bis es sich entwickelt. Keine Ahnung, wie lange noch das dauern wird, aber... Ich hoffe, es ist bald soweit. So, einmal Kreuzschere. Die Attacke hat... Och, Mann, ey. Verfehlt. Wirklich super. Gut, aber jetzt funktioniert's. Jawoll, Alter! One-Hit! Nicht mal irgendeine Chance gehabt und dafür 1000 EP ernten. Also mittlerweile kommen wir diese Klasse da, wo ich hin will. Wenn ich einen Kampf verliere, berührt mich das. Aber anders als die Pilze werde ich eher finster. Ey, geiles Zitat. So, hier falle ich runter, da will ich aber nicht. Nein, was ist das denn jetzt? Ach komm, ich will nicht. Vor allem, ich bin jetzt nur vorbeigelaufen. Nicht mehr und nicht weniger. Aber so soll es sein. Wenn er einen Kampf will, dann kriegt er den noch. Ich meine, ich sehe gleich direkt wieder One-Hit. Gift-Choke und tschüss mit Ü. Der ist Level 38. Oh, den kann ich fangen. Kniefall-Trick. Okay, es ist Kampf. Oder wie? Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall fangen. Das war echt knapp. Bleib drin, bleib drin, bleib drin. Ich habe nur den einen Hyperball. Oh, Glück gehabt. Aber Level 38 ist echt nicht schlecht. Somit weiß ich über den Kerl jetzt auch mal schon ein bisschen was Bescheid. Nee, Spitzname nicht. Spitzname ist noch nichts für mich. Ich habe das schon gefangen gehabt. Oh. Hoppala. Mein Fehler. Ey, das ist gar nicht mehr so lange her, aber ich habe es wirklich vergessen. Na gut. Dann haben wir es halt doppelt. Ich bin gerade... Oh, ich bin gerade echt runtergesprungen, verdammt. Das wollte ich nicht. Links geht es weiter. Wenn mich nicht alles täuscht, genau, hier ist ein TM. Die TM56 Kehrtwende. Das, was bereits Inteleon besitzt, ermöglicht uns nämlich... Okay, da kann ich nicht hoch. Kehrtwende ermöglicht uns, dass wir nach dem Angriff direkt unser Pokémon wechseln können. Für alle, die es nicht wissen sollten. Ist natürlich ganz... Oh, das ist das Ende. Also scheint so. Oder? Tatsächlich, wir sind da. Und hier ist fair. Okay, die Stadt ist mal mega episch. Das ist meine neue Lieblingsstadt. Also sogar Kelton ist nicht so geil. Das Design gefällt mir voll und ganz. Wir sind tatsächlich in Fair Bailey noch angekommen. Ich hatte damit nicht gerechnet. Ja, als ob wir jetzt heute schon direkt den nächsten Arena-Kampf... Naja, okay, das wird sich nicht ausgehen. Aber zumindest mal in die Arena reinkommen, das wäre auch mal was Gutes. Aber nee, das überrascht mich jetzt doch sehr ordentlich. Ja, das mit Presbyterian Bahnhof wissen wir auch.
Jetzt ist halt die Frage, welche Arena, Leute, ihr wartet. Ist jetzt das die Arena, wo Papella auf uns warten wird? Ey, die Häuser, die sehen halt auch alle voll geil aus. Hier haben wir ein paar Iskalas. Ich gehe mal in eins der Häuser rein. Mal schauen, was die Leute so zu sagen haben. Okay, innerlich sieht alles ganz normal aus. Du findest leichter durch den Wirsteinwald, wenn du die Pilze leuchten lässt. Geiler Tipp. Wusste ich jetzt nicht. Ach, deswegen sind die Pilze da. Im Papella-Stadion gibt es auch eine kleine Bühne. Papella ist gefühlt schon ewiger Rennreiter in dieser Stadt. Ja, die ist seit 70 Jahren, glaube ich, hieß es laut der Karte. Hinten haben wir so einen Holzhacker. Chuck, Chuckalaka. Ich bin ein Pokémon. Los, kämpf gegen mich. Okay, ich erkläre dir mal, wie ich das sehe. Gehören Hopplo und Thermapod derselben Art? Nein, oder? Und doch bezeichnen wir sie beide als Pokémon, nicht wahr? Hopplo und ich gehören verschiedenen Arten an, genau wie ich und Thermapod. Im Umkehrschluss wäre es also nur logisch, mich auch als Pokémon zu betrachten. Ergibt Sinn, oder? Es ist zwar nett gemeint, aber du musst mir nicht nur aus Höflichkeit zustimmen. Ich sehe ja selbst, dass der Vergleich hinkt und es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Ich wollte ja bloß gerne ein Pokémon sein. Ja, das ist ein bisschen schwer. Wie soll ich ihn motivieren? Gib nicht auf, komm. Ich hab's. Kleider machen Leute, sagt man doch, oder? Ein Outfit beeinflusst das Innenleben. Das heißt, wenn mir ein Outfit das Gefühl gibt, ein Pokémon zu sein, dann bin ich ja quasi wirklich zu einem Pokémon geworden, nicht wahr? Hör mal, wärst du so gut, mein Outfit zu tragen, das meine brodelnde Leidenschaft verkörpert? Am besten ein Design, bei dem man das Gefühl hat, das Feuer förmlich zu spüren. Okay. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo ich mich da direkt umziehen könnte. Aber ich glaube hier nicht. Das wäre ein bisschen, naja, nicht so klug. Was haben wir hier sonst noch? Hier ist ein TM. Das TM Erholung. Okay. Anwender wird vollkommen geheilt, von allen Statusproblemen befreit und schläft die folgenden 2 Runden. Ach, das ist das, was Relax so beherrscht, oder? Ich kann mich schon erinnern. Sortieren. Na, jetzt bin ich runtergesprungen, wirklich. Und auch die Stadt ist nicht sonderlich groß. Also 2 Häuser. Okay, ein paar mehr Häuser. Da oben sind auch noch welche. Jetzt habe ich wieder nicht gelesen. Ich glaube, ein Dorfpilz oder sowas. Nee, also wirklich die Stadt, die ist wirklich einzigartig. Schauen wir mal. Ferribelli-Stadion. Okay, da steht nichts über den Arena-Leiter. Es muss Papella sein. Wirklich, es muss sein. Und hier wartet Mary auf uns. Oh, Markus. Sag bloß, du hast schon 4 Arena-Orden. So langsam wirst du mir ja richtig gefährlich. Pico! Gehört? Sogar Popeko kriegt immer mehr Respekt vor dir. Was? Moment mal, Popeko. Willst du mir etwas sagen, dass du Markus magst? Das ist unser Gegner in der Arena-Challenge, ist dir das klar? Na schön, was soll's? Weißt du, was? Ich gebe dir meine Liga-Karte. Hä, habe ich die nicht schon? Du hältst die Liga-Karte von Mary. Du sortierst dir die Liga-Karte in dein Album ein. Sieh es als Zeichen dafür, dass ich dich als meinen Rivalen anerkenne. Schließlich haben es außer uns nicht viele so weit geschafft. Wir sehen uns am Ende der Arena-Challenge als Gegner, klar? Also, ich weiß ja nicht, wie gesagt, diese Liga-Karten, die sind so ein bisschen wie Telefonnummern austauscht, habe ich das Gefühl. Na gut. Willkommen, Arena Challenger. Möchtest du in unser Arena-Stadion antreten? Natürlich möchte ich das. Und auch hier wieder die Erinnerung, warum trage ich die Nummer 19? Ich erwähne es immer wieder gerne. Ich bin 19 Jahre alt und somit habe ich die Nummer 19 gewählt. Das ist so der Gag irgendwie bei mir. Diesen Satz, den ich immer wiederhole. Ihr werdet ihn nicht mehr oft hören. Also nach der Arena Challenge werdet ihr ihn noch 3-mal hören. 4-mal, wenn dann die End-Arena-Challenge kommt, ihr wisst schon. Hä? Da wartet Papella gleich direkt. Da bist du ja, Kindchen. Und du hast immer noch viel zu wenig Pink an dir. Na, sei es drum. Meine Arena-Mission ist gleichzeitig auch dein Vorstellungsgespräch. Ich bin nämlich auf der Suche nach jemandem, der meine Nachfolger als Arena-Reiterin antritt. Du wirkst verunsichert, Kindchen. Keine Sorge, ich werde dir schon nicht den Kopf abreißen. Du musst lediglich ein paar Fragen beantworten und dabei gegen andere Trainer kämpfen. Das wird ein Kinderspiel, du wirst schon sehen. Es gibt da nur einen kleinen Haken. Für die falsche Antwort, die du gibst, sinken die Statuswerte des Pokémons. Du wirst mich verarschen eigentlich.
das gerade für dich kämpft. Dafür erhöht sich sein Statuswert, aber auch wenn du eine Frage richtig beantwortest. Warum das so ist, fragst du nun. Feen-Pokémon verfügen eben über unerklärlich... Ah, die hat Feen-Pokémon. Gut, damit wissen wir jetzt endlich alles über Papella Bescheid. Ey, wie lange es dauern muss, bis die eigentlich bei der Arena mal reinkommt. Wirklich, das dauert wirklich. So, die Arena-Mission kann losgehen. Gib alles. Okay, also ich stehe gegen den. Also dann wollen wir doch mal sehen, ob du das Zeug zum Feen-Arena-Leiter hast. Also eigentlich habe ich es nicht vor, aber ja, mal schauen. Setz Parfi ein, okay. Also, Giftschock. Wenn das so ist, dann wird das Ganze natürlich auch wieder ein leichtes Spiel. Okay, fürs One-Hit reicht es halt leider nicht, aber ganz ehrlich. Das ist auch nicht der Anspruch von mir. Ey, das zieht echt gar nichts ab. Die paar KP, ganz ehrlich, die... Frage. Kannst du die Schwachstelle von Feen-Pokémon? Ich würde sagen Gift, oder? Weil, naja, siehst du ja. Fabelhaft, Giftattacken sind sehr effektiv gegen Feen-Pokémon. Ich meine, was setze ich hier gerade ein, hallo? Ich dachte aber, Psycho wäre auch ein bisschen ganz effektiv. Also habe ich mal was gelesen, aber... Wenn Gift natürlich das Effektivste ist, dann... wird wahrscheinlich auch Skunkerpur wieder das Ganze hier alleine reißen. Also wirklich, der ist unverzichtbar für das Team. Also der reißt jetzt die zweite. Sabayone! Das kennen wir auch noch, das ist Zuckerwatten-Pokémon. Weiterkämpfen. Hat im Anime irgendeinen Charakter gehabt, ich weiß nicht mal wer. Die eine da, die was da in Ash mal verknallt war im Anime. Ah, ich habe keine Ahnung mehr. Aber auch das ist Feen-Pokémon. Und da reicht es tatsächlich für den One-Hit. Aber ich werde natürlich Psychokinese austesten, ob das jetzt wirklich effektiv ist oder nicht. Fakt ist auf jeden Fall, die Arena-Trainerin hier ist besiegt. Wenn man sich auf seine Fähigkeiten verlassen kann, ist es fast egal, ob man richtig antwortet. Die scheint ja relativ selbstverliebt zu sein, obwohl die gerade verloren hat. Nicht übel. Ich kann natürlich für Papella reden, aber meine Neugier hast du geweckt. Aber wie sieht das dann später mit der Arena aus, frage ich mich. Muss ich dann gegen sie jetzt noch kämpfen oder nicht? Ich bin deine zweite Gegnerin. Mach dir keine Sorgen darüber, wie es bisher gelaufen ist, sondern konzentriere dich voll auf unseren Kampf. Ich hatte auch nichts anderes vor. Arena-Trainerin Juliana fordert dich heraus. Und sie setzt Flauschling ein. Ist, glaube ich, die Vorentwicklung von Sabayone. Und auch hier zählt wieder Giftschock. Rest in Peace. Ich darf es halt, wie gesagt, nicht zu oft einsetzen, weil sonst habe ich keine AP mehr. So, und er setzt als nächstes Parfiness ein. Okay, jetzt weiß ich endlich, was die Weiterentwicklung ist von Parfi. Parfiness. 300%. Ich setze jetzt mal FM einfach mal zur Abwechslung. Bitte, wirklich. Ich habe FM schon sau lange nicht mehr verwendet. Jetzt bin ich gespannt, wie Parfiness aussieht. Mein Parfi sieht später so aus! Wie hieß der Arena-Trainer, gegen den du als erstes gekämpft hast? Scheiße. Boah, Glück gehabt. Ich wollte jetzt gerade sagen, wo steht Yaro, aber Yaro war ja der Arena-Leiter. Da stand nämlich Arena-Trainer. Gut, einmal Superzahn. Damit halbieren sich nämlich die schon mal, die KP. Bam, ey! Und es setzt Psychokinese ein. Das ist ganz schön effektiv. Gut, einmal Luftschnitt. Vielleicht geht es sich aus. Nee! Aber er kann nicht angreifen. Aber Biss bringt ja nichts. Scheiße. Ja gut, dann würde ich sagen, Fully Purba rein.
Hatte ich auch schon lange nicht mehr im Einsatz. Mache ich jetzt wirklich nur deshalb, nicht weil ich keine Ahnung habe, sondern weil ich einfach mal wieder mit denen kämpfen will. Es ist schon so lange her. Und Philipp Huber kann sogar ganz gut dagegen halten. Na dann, einmal Zauberplatz. Und es reicht auf jeden Fall. Also jetzt wissen wir auch auf jeden Fall, Parfi hat tatsächlich eine Weiterentwicklung, das ist mir auch mal wichtig. So, Fulipurba und Parfi Level 37. Es ist halt immer eine Frage der Zeit, bis es sich entwickelt, weil wahrscheinlich Level 40. Also was anderes kann ich mir halt nicht vorstellen. Level 40 vermute ich. Hab keine Angst davor, auch mal Fehler zu machen. Halte den Blick nach vorne gerichtet. So, und jetzt kommt noch eine Trainerin. Warte, wie ist jetzt nochmal Juliana? Jetzt bin ich an der Reihe. Mal sehen, ob du das Potenzial hast, Papellas Nachfolger zu werden. Ursel. Ich muss mir die Namen eigentlich notieren, aber ich tue es jetzt mal nicht. Ich hoffe, so schwach ist mein... Ach komm, wirklich. Ist ja langweilig. Level 35. Boah, Mann, ey, da hatten wir schon 30 mal stärkere von denen. Ich habe einen 38er schon gefangen. Aber es reicht auf jeden Fall. Damit es noch einen knappen Millimeter hat. Na gut, und wieder eine Frage. Was esse ich morgens zum Frühstück? Also... What? Woher soll ich das denn wissen? Curry oder Omelette? Ich sag Omelette. Boah, danke, so viel Glück kann man einfach eigentlich nicht haben, aber... Ich hab's zum Glück. Muss ich so sagen. Also eigentlich hatte ich mich komplett aufgeschmissen gesehen, aber... Wenn's so ist, dann... Passt das doch vollkommen. So, und nächstes Level ab. Inteleon erreicht als erstes Level 40. Also heute passiert wieder einiges. Gurdevoir. Keine Ahnung. Ob man das so ausspricht. Ich setz mal Parfi ein. Vielleicht ist es sogar irgendwie effektiv. Ah, ich weiß schon. Okay. Glaube aber nicht der Psychokinese, dass der irgendwas bringt. Setz Magieflamme. Okay, also... Viel abziehen tut's nicht, aber... Jetzt hätte die Frage, wie Psychokinese wirkt. Okay, vergessen wir alles, was ich getan habe. Das war eine absolute Scheißidee. Inteleon, du bist dran. Einfach, dass wir mal jedes Pokémon durchhaben. Reflektor hat's auch noch drauf. Aber was hat denn dann Papella erst für Pokémon? Das freu ich mich echt. Aquadurchstoß, let's go. Ihr seid wieder auch nicht so effektiv. Setzt Charm ein. Dass ich weniger angreife, nicht wahr? Ahaha. Sinkt stark auch noch. Also so haben wir nicht gewettet eigentlich. Schauen wir mal, wie viel das jetzt ausmacht. Ey, jetzt macht es halt echt gar keinen Schaden mehr. Huh, ein Zauberschein ist ganz schön effektiv. Na gut, dann Kehrtwende. Vielleicht reicht's. Okay, Käfer ist also komplett nutzlos. Ja gut, dann bleibt mir eigentlich nicht viel über. Ich würde sagen, wir gehen zurück aufs Skunkapur und beenden es mit einem Flammenwurf. Aber mittlerweile verstehe ich schon die Stärken meines Teams. Also, es wird besser. Mein Verständnis. Ab und zu habe ich noch eine Schnapsidee, wie das jetzt mit Parfi und sowas, aber ganz ehrlich, da gibt's Schlimmeres. Ein Flammenwürfchen. Ich dachte gerade, das hält's eventuell noch aus. Der wäre die Sache perfekt gewesen. 1600! Jo! Chill halt mal. Okay, und sie wurde besiegt. Also die hat schon mehr abgezogen als jetzt die anderen. Die Arena-Mission für Vorstellungsgespräche zu wenden ist etwas speziell, ich weiß. Aber naja, Papella ist schließlich auch ein wenig speziell. Ja, nehme ich jetzt mal das Kompliment für sie. Und das war der letzte offenbar.
Also ich hab's geschafft. Warum ist so ausgerechnet eine Leiter? Okay, da komme ich auch gar nicht hin. Herzlichen Glückwunsch, dass die Arena-Mission bestanden. Ich bin schon gespannt, ob du es auch schaffst, die Arena-Leiterin zu überzeugen. Möchtest... Ah, warte, warte, stopp, stopp. Ja, genau, vorbereiten, 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 vorbereiten. Das macht's gerade aus. Ich muss mich nämlich einmal kurz full heilen. Wirklich. Also jedes, wirklich jedes außer Fermikula, was ich halt nicht eingesetzt habe, ist halt gerade im Arsch. Und ich werde halt alle brauchen. Also Parfi ist auf jeden Fall nutzlos. Fermikula leider genauso. FM kann man immer verwenden, weil, naja, wegen Superzahn. Folipurba könnte nützlich werden, Inteleon weiß ich nicht. Skunkapur wird natürlich die wichtigste Angriffssäule sein. Das heißt, ich werde natürlich meinen üblichen Plan verfolgen. Bedeutet, warte, wie viel Zeit haben wir gerade? Okay, der Arena-Kampf geht sich aus. Das machen wir. Na dann. Holen wir uns den 5. Orden und das innerhalb von 3 Folgen. Wieder 2 Orden, das ist echt stark. Dass ich jetzt nicht gespeichert habe, könnte natürlich ein Fehler sein, aber... Ich vertraue jetzt einfach mal Skunkapur, dass er alles rausreißt, was nur geht. Dass er zerstört hier. Die Nummer 19 steht für die Hölle. Für eine Vorstellung mag es etwa zu spät sein, aber sie sind eben die Gepflogenheiten. Ich bin Papella, die hissige Arena-Leiterin. Dank meiner Quizfragen habe ich während der Arena-Mission einen recht guten Eindruck von dir bekommen. Aber die größte Prüfung in dieser Arena hast du noch nicht bestanden. Zeig mir im Kampf, ob du weißt, wie man mit seinen Pokémon richtig umgeht. Okay, das dauert jetzt erstmal wieder eine halbe Stunde. Okay, sie ist da. Arena-Leiterin Papella fordert dich heraus. Und die hat schon Hyperball in der Hand. Das ist jetzt ein Smogmog. Was ist das denn bitte für ein Smogmog? Ja. Also Smogmog ist Gift, das heißt eigentlich ist es komplett nutzlos. Was ich jetzt gerade vorhatte. Oh shit! Das könnte. Achso, Feenbrise, was? Frage. Was? Hier auch Fragen? Sag mal, kennst du meinen Spitznamen? Hexe ist gemein, Zauberin klug, aber ich sag jetzt mal Hexe. Witzlos! Aber so richtig Giftschock. Und weil es meine Initiative so scheiße ist, meine Geschwindigkeit darf er natürlich als erstes ran. Ey, das Smogon hält aber ganz schön viel aus, das muss man auch so sagen. Aber höre ich das erste Mal, dass so ein Smogmog tatsächlich Feenattacken einsetzen kann. Liegt wahrscheinlich an der Gala-Region. Mir kann es egal sein, es ist besiegt. 1100 mal wieder. Und als nächstes kommt Togekiss. Ich würde sagen, ich kämpfe jetzt noch einmal weiter. Einfach, dass ich mir meinen kleinen Vorsprung erkämpfe. Oh, was ist das denn? Wieder ein neues. Luftschnitt. Skunkapur. Woher hat das so viel Schaden? Ach, hatte das Teil Finalschlag eventuell? Ja, wenn ja, dann ist jetzt etwas kritisch. Frage. Was ist meine Lieblingsfarbe? Pink. Danach suche ich zwar einen anderen, aber es ist... Was? Es war doch pink! Willst du mich komplett verarschen? Also, jetzt gerade wird es echt kritisch. Also ich muss jetzt erstmal Skunkapur zurückziehen, weil sonst wird es halt wirklich schlimm. Jetzt ist die Verteidigung auch noch komplett im Müll. Also gerade vorhin alles richtig beantworten, aber hier komplett... Oh. Scheiße! Inteleon, du wirst gebraucht. Aber so dringend. Wenn der jetzt auch noch One-Hit ist, dann wird's kritisch.
Ich hoffe mal, der Aqua-Durchstoß macht's jetzt. Ja, ist ganz, ganz nützlich. Und die Verteidigung sinkt. Luftschnitt mal wieder. Okay, das hält ein bisschen mehr aus. Na gut, dann Aqua-Durchstoß. Wünsche eine gute Nacht. Dennoch die Frage, wie viele Pokémon hat es denn jetzt eigentlich noch? 1800, ja moin. Für mich cooler Versuch, Knirscher zu erlernen. Nee, brauche ich nicht. Das weiß ich jetzt schon. Flunkkiefer ist das nächste. Na gut, dann kämpfe ich weiter. Ich glaube, es hat nämlich 4, wenn mich nicht alles täuscht. Warte mal ganz kurz. Es hat... Könntest du es bitte kurz anzeigen? Hier bei mir im Bild. Ja, okay, sie hat 4. Dann würde ich sagen, noch einmal Aqua-Durchstoß, wenn jetzt nicht wieder eine Frage kommt. Okay, das ist eh nicht so effektiv. Knirscher. Och, bitte, ist ja nix. Frage. Schon wieder. Nun denn, wie alt bin ich? Also... Ey, das 88? Okay, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Das wusste ich gar nicht. Ah, stimmt, 70 Jahre ist die Arena-Leiterin. Okay, 16, das wäre natürlich... Da liegt... Was? Muss man da falsch beantworten, oder verstehe ich es jetzt nicht? Also irgendwas läuft da irgendwie komplett aus dem Ruder. Je nachdem, Skunkerpur geht's nicht gut, den brauche ich jetzt dann noch. Deswegen, einmal Hypertrank. Damit für das Dynamax dann alles vorbereitet ist. Und wieder Knirscher. Und ich vermute mal, weil der jetzt logischerweise mehr Initiative hat. Ne, okay, meine ist noch ein bisschen höher. Es reicht nicht für einen One-Hit, aber das ist mir egal. Ja gut, Inteleon leider besiegt. Aber nicht schlimm. Es läuft alles nach Plan. Skunkerpur als nächstes. Skunkertank. Nicht zu vergessen. Ich habe mich schon wieder vertan. Es ist irgendwie mittlerweile auch schon peinlich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Aber ich finde, Skunkerpur ist irgendwie viel leichter zu merken. Feuer ist sehr effektiv. Na, wenn das so ist. Passt schon. Und das letzte, was jetzt ist, ist Pokusan. Weiterkämpfen. Endlich fängt der Morgentee an zu wirken. Meine Müdigkeit. Oh ja, jetzt kommt die Fitness zum Vorschein. Was ist das denn bitte? Je nachdem, was es ist, aber es hat einen Dynamax drauf, weil es das letzte ist. Deswegen wenden wir uns das jetzt auf jeden Fall an. Okay, die Folge wird jetzt schon ein bisschen lang, aber ich habe mich darauf eingelassen. Vollgas, Skuntank! Sie wird jetzt auf jeden Fall auch einsetzen. Bist du aufs Schlimmste gefasst? Zeit sie... Uah, Alter, was macht denn die für einen Blick? Tu was gegen deine Falten, aber starr mich nicht so an. Das ist jetzt eine große Torte geworden. Oh. Nicht zu unterschätzen. Aber ich darf als erstes. Und es ist sogar sehr effektiv. Man hat es an dem Sound gehört. Und der Spezialangriff steigt weiter. Euch fehlt jetzt am Pink. Hier ein Geschenk von uns. Okay. Die sagt sogar Pink. Und vorher war Lila anscheinend richtig. Also der musste offenbar das Falsche beantworten. So, ist die große Frage. Wer hält länger? Oh, nee. Nicht wirklich. Es ist die letzte Attacke. Mit Giftschock. Aber er kann sich nicht so viel heilen. Das heißt, meine letzte Attacke muss mit Feuer sein. Und da muss es vorbei sein. Gigalichtblick.
wieder. Ist ja cute, aber nichts vergleichbar. So, und noch einmal deiner Brand. Also Skungapur darf auf jeden Fall jetzt nicht down gehen, das ist klar. Okay. Das Sonnenlicht wird stärker. Und er setzt wieder Lichtblick ein. Die Frage ist, ob jetzt die Feuerattacke reicht. Auf jeden Fall werde jetzt ich und sie wieder klein. So, jetzt wird's Risiko. Wenn ich als erstes dran darf, habe ich gewonnen. Wenn sie als erstes dran darf, hat sie gewonnen. Deswegen volles Risiko! Ich darf ran. Oh, es ist nicht ausgegangen. Alter, ein Kampf auf Limit. Und nur 1200. Sie hat es mit 2k oder so gerechnet. Adler wirft erstmal den Stock weg. Ich finde es zwar ein Pink, aber du und deine Pokémon gebt ein gutes Team-Up. Und damit haben wir den 5. Orden. Jetzt braucht man wieder eine halbe Stunde, bis sie da ist. Das war nicht übel, aber leider bist du nicht ganz das, wonach ich suche. Sei nicht enttäuscht, Kindchen. Meine Vorstellungen sind da einfach sehr speziell. Mein 7. Sinn sagt mir, dass mein Nachfolger woanders auf mich wartet. Was ist denn der 6. Sinn, frage ich mich gerade. Ich weiß vielleicht auch schon wo. In dieser Hinsicht warst du zwar nicht erfolgreich, aber den Feenorden hast du dir gewiss verdient. Na dann, Dankeschön. Ist das fehlende Teil? Tatsächlich rechts, das fehlende Teil haben wir. Und damit fehlen nur noch 3 Stück. Du kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 45 fangen. Und hier hast du noch ein TM, setz das Weiße ein. Diebeskuss, ja, habe ich ja schon. Wow. Aber ist ja nicht schlimm. Zu guter Letzt bringe ich noch etwas mehr Pink in dein Leben, und zwar mit dieser Uniform. Tu mir den Gefallen und probier sie mal an. Die Feenuniform. Es ist kein Geheimnis, dass ich es genieße, junge Leute wie dich in die Mangel zu nehmen. Nur so profitierst du letztendlich von meinem Wissen. Doch wir Alten müssen auch wissen, wenn es an der Zeit ist, die nächste Generation die Bühne zu überlassen. Oh, wie ich sehe, hast du von Papella eine TM geschenkt bekommen. Sehr schön. Das nächste Arena-Stadion, zu dem du gehen solltest, befindet sich in Kirchester. Okay. Ja, aber auf den Weg machen wir uns erst dann in der nächsten Folge, denn wir haben heute genug gemacht. Fast 40 Minuten sind wir, glaube ich, mittlerweile hier in der Folge. Also wir schranken knapp an den 40, glaube ich, vorbei. Deswegen bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.